Retro Gaming. It's come a long time. Yeah, talk about weird. Amiga. It's come a long time. Enjoy my channel and have Hallo fun. Liebe Zuschauer und willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Ich habe den Amiga angeschlossen, um mir mal so ein paar Sachen anzugucken, die ich in meiner Jugend nicht hatte. Und also so ein paar unbekannte Geschichten, und eins davon ist Arena 2000 von Data Becker, die es ja nun leider nicht mehr gibt seit ein, zwei Jahren. Schade, die haben eigentlich immer ganz coole Sachen gemacht für den Amiga, zum Beispiel auch so Demo Maker und so solche Sachen. Und ja, nun ist das hier dieses Arena 2000. Ja, wollen wir mal schauen, um was es geht. Also ich habe es mir vorhin mal kurz angeguckt und raff so allmählich, was man hier machen muss, aber so ganz sicher bin ich noch nicht. Schaut mit mir und macht euch mal ein Bild. Was meint ihr zu dem Ding? Wenn er es geladen hat. Da ist die besagte Arena. So. Und wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich machen muss. Auf jeden Fall muss ich diesen rumfahrenden Dingern ausweichen. Und hier gibt es Schalter an den Wänden, die so in etwa den Farben entsprechen von den Viechern. Ach, da ist was Lilanes da hinten. Hau ab. So, jetzt sind die lahmgelegt. Und jetzt kann ich den da unten zum lilanen Feld bringen. Jetzt ist der eine grün. Und kann ich den schnappen? Da ist ein grünes Feld. Drüber laufen reicht offensichtlich. Was für eine Farbe hat der verbleibende? Schon wieder lila. Okay. Ah, da oben ist noch ein grüner eingefroren. Ich habe aber kein grünes Feld mehr, oder? Nee. Jetzt war es irgendwie so, man kann die hier... Nee. Aha. Wenn man über dieses Regenbogenfeld läuft, dann kriegen die eine andere Farbe. Jetzt haben wir zwei lila hier. Ja, dann machen wir den hier erstmal apart. Ja. Was ist passiert? Ach, ich bin über das Feld gelatscht, ich Blödmann. Aber irgendwie ist nur noch... Ah, da ist der andere. Ich muss ja also aufpassen, dass ich nicht vorher über das andere Feld laufe. Ja, jetzt ist das zu. Gut. Jetzt habe ich... Was war das? Unten rechts war rot. Boah, grün. Legen wir den erstmal still. Ja, jetzt war aber nichts Grünes mehr da. So. Da ist lila und rot. Achso, lila hatte ich doch schon. Gut, ich kann den jetzt nehmen. Und hier vorne übers Regenbogenfeld fahren. Und dann kriegt er eine andere Farbe. Jetzt haben wir zwei rote. Und da reicht doch einer, ne? Jawohl. Was fehlt denn jetzt noch? Grün fehlt. Jetzt kann ich also wieder hergehen. Hm. Hoffen, dass ich hier nicht... Ach, du Sack. Dass ich nicht von dem... Der bewacht den aber gut. Ah, scheiße, eine gebritzelt. Verdammt. So, jetzt habe ich den und hoffe, ich kann das hier... Ja, da ist er grün, okay. Nein! Na, reagiert nicht. Da. Jawohl. Jetzt muss ich den nur noch erwischen. Nein! Ich ihn und nicht er mich, alte Scheiße. Ah. Okay, jetzt ist nur das eine Feld frei, oder? Jawohl! Also, ich habe das Spielprinzip kapiert. Nicht unwitzig. Gut. Also an den Wänden befinden sich die Schalter, um die einzelnen Dinger lahmzulegen, und man sollte sich nicht erwischen lassen. Und was ist jetzt hier? Hier gibt es diese Schalter. Ach, da sind sie alle. Da sind zwei rote. Beide stillgelegt. Da oben ist ein rotes Feld. Jawohl. Was gibt's noch? Da ist noch ein rotes Feld. Verfolgen aber schon einen hier ziemlich direkt.
Ein ziemlich flüssiges Spiel. Da kommt es wirklich drauf an, dass man im rechten Moment die Scheiße erwischt. Oh, Türkis gibt's mehrere. Wenn man den Dreh einmal raus hat, was man hier machen muss, gefällt's mir sogar. Da ist noch ein grüner. Yay. Jetzt, lila ist noch irgendwo lila offen. Ja, da ist noch lila offen. Wenn ich jetzt Glück habe. Ah, guck mal, der fährt da oben schon hin, um den zu bewachen, der Sack. Das heißt, man muss ihn irgendwie ablenken. Jetzt, wo fehlt noch was? Ah, da sind noch zwei grüne. Ich habe aber nur... Na, nee, die sind türkis, oder? Yes, jetzt fehlt nur noch einer. Und die haben natürlich alle die falsche Farbe. Das heißt, na... Und bewachen natürlich beide den roten Schalter. Ja, ist natürlich super. Oh. Ach. Oh. Oh, scheiße, ich hätte den anderen oben reinschmeißen sollen. Okay. Der hat auf jeden Fall die richtige Farbe. Das ist schon mal gut. Dann holen wir uns den und sehen zu, dass wir hier rauskommen. Jawoll! Nächstes Level geschafft! Geschafft! Was gibt's jetzt hier? Zwei rote. Roter Schalter. Hä? Und jetzt? Wie kommt man denn hier durch? Ah, nee, das ist ein Timer. Ah, ich habe die Tür aufgemacht. Hier ist kein Rot. Aber hier unten. Gut. Was hat denn da oben für eine Farbe? Grün und lila? Jetzt ist die Frage. Ah, die Tür kriegt man nur auf, wenn man vorher den richtigen Schalter gedrückt hat, oder? Tatsache. Und da hinten ist der grüne. Oh, scheiße. Ich muss den lila dann zuerst haben. Dann geht der mir schon mal nicht auf den Sack. Grün. Jawoll. Zack. Und da ist der zweite. Hä? Wie kann das sein? Gibt's noch einen Türkisen irgendwo? Ja, da unten. Okay. Nehmen wir den auch. So. Jetzt, was fehlt noch? Ach so, lila. Da kommt er gerade recht. Ich noch einen grünen. Da hinten. Ich kann natürlich den erstmal. Da unten machen. So. Grün gibt's hier keinen. Doch, gibt doch einen grünen Schalter hier. Gut. Gefällt mir. Und jetzt? Wo muss ich hin? Ach, das ist noch grün. Warte mal. Jawoll! Ja, gefällt mir. Ein bisschen Knobelei-Action. Nett gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, dass ich hier zufällig in grün rumlaufen habe. Zuletzt grün aktiviert habe, sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt und wäre nicht durch die Tür gekommen. Ah, man muss die Wand nicht zwingend angucken, das ist gut. Kann man die Tür auch aufmachen, so als Fluchtweg. Zwei grüne. Ich brauche aber rot. Das heißt, ich muss mir jetzt einen von denen nehmen und umwandeln. Okay, lila geht auch. Jawohl. Ja, Spielprinzip verinnerlicht.
zwei grüne. Dunkelgrün. Gehen wir hier mal durch. Gibt's noch irgendwie ein... Nee. Grün ist hier gar nichts. Lila. Lila brauche ich. Okay. Hamba. Gibt's noch mal Lila irgendwo? Da unten. Ja, dann... Komm, Sack. Und nichts wie raus da. So. Ich brauche noch rote. Ich habe Lilane mitgenommen. Wo ist denn der Wandler? Ach, da oben. Da. Rot. Rot ist gut. Ja, damit. Das trifft sich gut, dass du da gerade da oben bist. Grün und Türkis. Grün muss ich umwandeln. Lila. Na, muss ich schon wieder umwandeln. Ich brauche was Rotes. Mhm. Ich hoffe, dass der Türkisfarbe gerade... Ja, da ist gut, da oben. Ach, grün, nein. Aber gut, dass ich schneller bin als die. Falsche Farbe. Ah. Ah. Jetzt hab ich dich. So, jetzt muss ich den wieder nach da oben schleppen. Lila ist immer noch die falsche Farbe. Ach Gott. Könnt jetzt bitte mal die Wunschfarbe kommen? Rot ist gut. Dumm ist nur, ich brauche Rot jetzt noch mehrmals. Okay. Sprach's und kriegt's. Oh, schnell weg. Hua. Jetzt fehlt mir noch ein roter. Da oben ist ja noch einer. Der Sack bewacht den Ausgang, aber ich war schneller. Well done. Your new Passwort is... Auto. Ja. Okay. Mal gucken, ob jetzt irgendwie eine andere Hintergrundgrafik oder so kommt. Nö. Tut's nicht. Gibt's hier eine Pausefunktion? Ja. Also ich sag mal, das reicht mal als kleinen Einblick. Na, lassen wir's doch mal so. Macht ja gar nichts. Arena 2000 von Databeka für den Amiga. Und ein nettes Knobelspielchen, wenn man erstmal raus hat, worum es geht und was man machen muss. Es ist ganz spaßig, lässt sich auch ganz gut steuern und ja, regt so ein bisschen zum Überlegen an. Mir gefällt's. Ich weiß nicht, was meint ihr zu dem Game? Schreibt's mir doch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut, Leute!